Hallo und herzlich willkommen, ihr Sepplinge, zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, Tag 38 und wir nehmen mal wieder die Diamantchens. So. Ja, es füllt sich doch langsam wieder. 45 Diamanten. Ich habe jetzt gelesen, dass ich über 1000 Diamanten brauche, um die Oase das nächste Mal aufzuwerten. Und das ist schon richtig krass. Ich meine, auf der anderen Seite ist es schon wichtig, aber ich glaube, ich werde es mir jetzt tatsächlich erstmal sparen, um so Sachen wie die Scheune aufzuwerten, um sowas wie die Weide aufzuwerten. Die ist ja auch noch nicht fertig in Deauville. Einfach für sowas und vielleicht auch mal für die Erhöhung eines Zuchtversuchs an der Wahrscheinlichkeit. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau, aber ich werde sie jetzt definitiv nicht direkt wieder für die nächste Erweiterung der Oase sparen, weil das ist schon ein verdammt großer Sprung. Es ist verdammt viel, was ich dafür brauche. Und ich glaube, das kann ich auch noch anders gebrauchen. So, ja, was bauen wir da an? Möhrchen. Möhrchen. Möchtest du eine Möhrchen knabbern? Na, 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 na. Na 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 na. Du, 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 du. So, ja. Ein weiterer Criollo. Auch da vielen Dank euch für die Info, dass man nicht weiter die Pferde veredeln kann, als Easy sowieso schon veredelt ist. Das heißt auch für mich, dass sich beide verabschieden werden, sowohl Sophie als auch Easy, sobald sie Level 15 erreicht haben, für die Diamanten. Denn ich brauche noch den Platz für andere Veredelungen, für die Veredelung der Friesen, für die Veredelung der Ponys. Da steht noch so einiges ins Haus, was mir jetzt wichtig wäre. Ja, gucken wir mal, ob wir hier ein Pferd... Nee, stopp. ob wir hier ein Pferd aufleveln können. Simba können wir aufleveln, Kovu können wir aufleveln. Das ist schon mal supi, unsere beiden Löwen. Und die anderen beiden... Oder wollen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht eine Shetty-Dame finden? Das machen wir. Wir gucken, ob wir irgendwo eine Shetty-Dame finden. Dann könnten wir auch mal gucken, ob wir die vielleicht veredeln können. Hier, gucke mal da. Geschwindigkeit Silber mit zwei Schleifchen. Hoffen wir mal, dass es klappt. Yes! Jawohl, ja, aber Kovu wollte ich eigentlich hergeben. Hehe. Sehr schön. Und Kovu bekommt jetzt den besseren Geschwindigkeitswert. Naja, gut. Den schicken wir jetzt direkt erstmal hier weiter zum Trainieren. Oh, hallo. Haha. Genau da wollte ich hin. So, die schicken wir auch direkt weiter zum Trainieren. Ihr habt lange genug gar nichts gemacht durch die ganze Zucht. Dann haben wir unglaublich viele Level verloren. So. Dann gucken wir jetzt bei Simba vorbei. Simba hat Level 13 erreicht. Er bringt uns leider gerade nur Diamanten. Aber Diamanten, wissen wir ja, Diamanten nehmen wir auch immer wieder gerne. Und es sind leider 2000 Münzen geworden. Die hätte ich jetzt noch nicht unbedingt gebraucht. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So. Auch du gehst direkt zum Trainieren. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ah, hat er nicht die Chantal-Ponys? Ich weiß es nicht mehr. Hat er denn Ponys? Es ist so lange her, dass die Ponys eingeführt wurden. Damals hatte jeder Ponys und jetzt finde ich nirgendwo mehr Ponys. Warum eigentlich? Die sind so süß. Ich mag die unheimlich gerne. Also bei der Chantal sind schon mal in Deauville keine. In Montana vielleicht? Kommt auf einen Versuch drauf an. Na, wie schaut's denn aus? Keine Ponys. Ich möchte doch nur ein Pony züchten. Möchtest du ein Pony züchten? Oh, und ich habe heute einen großen Knall. Shetty. Stütchen. Oh, sehr gut, züchten. Mit Teddy. Oh, perfekt. Ist das perfekt. Machen wir hier mal die Züchterbelohnung. Ach komm, mach mal. Ich glaube sowieso nicht eine weibliche Jungfrau der höchsten Güteklasse. Jetzt haben wir 35% auf ein selteneres Shetty. Und es hat leider nicht funktioniert. Schade, schade, schade. Egal. Züchterereignisbelohnung, okay.
Bitte um Hilfe? Können wir es dann direkt fertig züchten? Nee, auf 4 Stunden kriegen wir es runter. Ja, machen jetzt. Es müsste jetzt aber ein Tier-2-Pony sein, oder? Müssen wir mal gucken. Können wir jetzt hier die Fähigkeiten eigentlich schon sehen oder noch nicht? Ja, können wir sehen. Und Teddy hat... Nee. Schade. Na gut, kann man nicht ändern. Russland sollte ich nochmal reiten. Dann gehen wir mal nach Russland. Und wie wär's? Ich glaube, wir nehmen mal Sandro Boy mit. Den hatten wir noch gar nicht irgendwo in einem Rennen. Dann gehen wir mal mit dem ins eisige, kalte Russland. Den Zwiebeltürm im Hintergrund. Warum heißt das eigentlich Zwiebelturm? Wahrscheinlich, weil es so ein bisschen aussieht wie eine Zwiebel. So mit der. Wobei die Spitze hat eine Zwiebel eigentlich nicht so krass. Dann schon eher Knoblauch so rumgedreht. Das ist eher so rumgedrehter Knoblauch. Warum sind das Zwiebeltürme und keine Knoblauchtürme? Das ist ein Fall für Ayman Abdallah und Galileo Mystery, würde ich sagen. Leiten wir mal weiter. Das sind ja eigentlich immer so Fragen, die man auch mal an die Maus stellen konnte. Ich habe früher mal Sendungen mit der Maus geguckt. Ich habe jetzt gesehen, sehr zu meiner Freude, dass es sie tatsächlich immer noch gibt. Was ich echt richtig, richtig cool fand. Und da kam dann auch mal so eine Frage. Ja, wo kommt eigentlich das und das her? Wo kommt eigentlich dies und das und jenes her? Und dann kam da so Filmchen, wo das erklärt wurde. Und dann kam zwischendrin immer so ein Spieler mit der Maus. Und gab es die Geschichte mit dem Maulwurf, mit Captain Blaubeer, Heimblöd und den 3 kleinen Bärchen. Flöt, Helga oder wie die Pflanze hieß, die gab es dann noch. Schorndes Schaf kommt momentan, glaube ich, drin. Das war mal schön. Da habe ich davor mal noch 7 Stein geguckt. Ach Mann, ich will noch mal Kind sein. Oh, ich weiß, was ich mir holen muss. Ich weiß Oh. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn ich jetzt gleich die Folge aufgenommen habe, gehe ich instant auf die Seite eines sehr bekannten Internetversandhandels, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, weil ich keine Werbung machen will, aber ich glaube, ihr wisst schon, wen ich meine, und bestelle mir eine Michel-DVD. Ich habe so Bock auf die Michel-Folgen. Michel war mein persönlicher Favorit, abgesehen von den Kindern aus Bolabü von Astrid Lindgren. Das Pippi Langstrumpf war nie so ganz meins, aber das war immer toll. Oder kennt ihr Lotta? Lotta aus der Krachmacherstraße? Oder Madita? Madita war auch toll. Ach Mensch, das sind echt so Kindheitserinnerungen. Das kommt auch nach wie vor jedes Jahr zu Weihnachten, morgen an Heiligabend kommen solche Filme im Fernsehen und das finde ich super. Das ist einfach so eine Tradition, die, ja, bis zum. Ja, ich finde, sie sollte gewahrt werden. Ich meine, vielleicht sagt ihr jetzt, oh Gott, ja, es sind halt alte Filme in nicht HD-Bildqualität. Ist halt so. Aber ich meine, es kann ja auch sein, ihr habt da selber so total, dass es für euch, absolut zur Tradition gehört, was weiß ich. Ihr habt vielleicht mal irgendwann mit eurer Mama geguckt, die das in ihrer Kindheit geschaut hat und sagt jetzt auch, oh ja, das gehört einfach dazu. So, ja. Und jetzt haben wir wieder mal ein Platzproblem. Können wir hier irgendein Pferd mit irgendwas füttern? Ja, wir können Snoopy füttern. Snoopy hat sogar noch ein Level up. Level 12 ist er geworden. Diamanten, schade. Nichts als Diamanten. Ach, Manu. Und schon wieder die Münzen. Okay, dann kriegt er jetzt 5-mal das orange Futter. Die Spezialmöhrenmischung. Die ihm einfach mal ganze 327 Erfahrungspunkte bringt, was ein sehr, sehr netter Wert ist. Können wir denn jetzt hier irgendwas ernten? Nee. Ich hab zu wenig Platz. Das gibt es doch nicht. Okay. Da kann ich wieder einiges von verkaufen. Äpfel kann ich auch nochmal die Hälfte hergeben. So.
Die Äpfel hier, die haue ich direkt wieder rein. Ich hoffe ja immer noch, dass es irgendwann noch einen sechsten Apfelbaum gibt. Das sieht so leer aus da unten, die Ecke. So. Ach, guck mal da. Haben wir sogar noch die Muffins unterbekommen. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal Apfelkekse machen. Haben wir auch noch genug von... Dann machen wir jetzt dreimal Apfelkekse. Weil Apfelkekse haben wir nicht mehr, aber unsere Pferde verlangen nach Apfelkeksen. Haben wir hier irgendein ausgeleveltes Pferd stehen? Nee, ne? Sind alle noch, dass sie gelevelt werden müssten. Und keins hat ein Level-Up? Jetzt echt? Gib es doch nicht. Können wir wenigstens eins der Pferde füttern? Auch nicht. Ach. Das ist doch doof. Ich überlege jetzt gerade ernsthaft. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt... Na, stopp. Orion, Vorsitz haben wir noch nicht. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob ich noch großartig weiter versuchen soll, Jungfrauen zu veredeln. Ich meine, mein Gott, wir haben jetzt gerade sowieso... Ich habe jetzt die Chance auf das andere benutzt. Und ja, ich habe sie verkauft, auch wenn es ein Stütchen war, weil sie mir einfach nicht mehr was, sie mir einfach nichts mehr bringt. Sie ist ein Tier 1 Pferd. Und von daher klingt hart, aber wertlos. Ja, Paarungsstall. Wir nehmen einfach jetzt mal Bella Rose, dann schnappe ich mir noch San Diego. Wir züchten mit den beiden. Das ist ein bisschen eine andere Farbe. Hier haben wir Tempo. Was haben wir hier? Hier haben wir Tempo und Sprung. Okay. Hoffen wir einfach mal auf den kleinen 18-prozentigen pinken Bereich. Nein, wir bekommen den anderen Bereich. Egal. Egal. Ein Stütchen schon wieder. Naja, macht nichts. Ja, gut. Dann kann Orion jetzt zur Abwechslung nochmal trainieren. Wollte ich sagen. So, genau. Da wollte ich draufklicken. So, und dann schauen wir jetzt noch in die Oase. Ich bin gespannt, ob sie jetzt von innen irgendwie anders aussieht. Von außen sieht sie jetzt auf jeden Fall anders aus. Das heißt für mich, ich muss mein Intro mal erneuern. Das werde ich jetzt diese Folge noch nicht machen. Muss ich mal gucken, ob ich das morgen irgendwie mache. Oh, hübsch. Ach, Peach ist Level 15. Oh, guck mal da. Geschwindigkeit Gold mit zwei Schleifen. Also drückt man bei mal alle Hufe, die wir haben. Ernsthaft? Ach, ihr wollt mich doch verkackeiern. Schon wieder nur Münzen? Ach, das gibt es doch jetzt nicht. Boah. Ja, übrigens um 5 Boxen haben wir das Ganze erweitert. Mensch, das regt mich gerade tierisch auf. Aber so richtig. Das ist doch nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Wir haben so selten mal die Möglichkeit, dass wir die Werte verbessern und dann ist es immer so... Unglaublich. Ja, Daisy wollten wir noch weiter leveln. Oh, zack. Lolita wollten wir auch noch weiter leveln. Und sie ist jetzt das letzte Pferd, was wir hier gerade leveln können. Wir werden ein Level-Up haben mit der nächsten Folge und dann Level 13 erreichen. Ach man, das ist jetzt so ärgerlich. Ich weiß, ich wiederhole mich gerade. Aber es ist ja auch so. Manu. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich mich für heute verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich weiß, ich muss morgen wieder ein paar mehr in die Schule. Ich weiß es nicht, ich habe den Ferienüberblick verloren. Aber ich glaube, bis auf Baden-Württemberg und Bayern bist du schon wieder Halle. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns morgen. Tschüss!